didn't even get to run. Schönen guten Tag für Sie und herzlich willkommen zurück zum LS19 Crater Lake. Der Bauer im Wald mit irgendwelchen Feldern und Geräten. Projekt so hier, so unser neuer Dröscher steht hier rum mit dem wunderbaren, tollen neuen Schneidwerk. Und wir haben beim letzten Mal da hinten das Feld hinter den Bäumen, was man nicht sieht, erfolgreich abgedroschen. Da haben wir Raps erntet. Jetzt wollen wir den Weizen hier so ein bisschen an die Stängel und wir gucken mal. Vielleicht gibt ihr auch haufenweise Stroh. Das können wir diesmal vielleicht zu verkaufen fahren. Ja, kriegen wir hin. So, wir steigen ein. Wir starten der Gerät. Wir schalten an und legen los. Eieiei, laut ist er schon, auf jeden Fall. So. Strohablage ist eigentlich aktiviert. Jawohl. Guck mal, da legt das hin. Fantastisch. Na, mal gucken, wie viel hier auf dem Feld zusammenkommt. Beim letzten waren das ja, glaube ich, 7500 Liter oder sowas. Weizen ist ja ein bisschen ertragreicher. Mal schauen. Auf jeden Fall macht es mit dem Dröscher und dem Schneidwerk viel mehr Sinn und auch viel mehr Spaß als mit diesem Dröschanhänger. Der war auf jeden Fall cool, gerade am Anfang. Aber jetzt werden die Felder, glaube ich, mehr. Da macht es auch Sinn, wenn wir da mehr Arbeitsbreite haben, um die Effizienz halt ein bisschen zu steigern, ne? Ja. Ich denke, das ist ja nicht so verkehrt. So. Aber ich habe halt das Gefühl, so oft fahren wir hier ja nicht rum. Und dann müssen wir mal schauen. Kriegen wir schon irgendwie alles hin. So, erstmal außenrum schön. Jene Bahn. Die aus dem Blickwinkel mag ich halt voll, wie die Abgase blau qualmen. Also der wird schon, ja, so Abgasnormen braucht er nicht. Ne? Das Ding sieht halt wirklich selber gebaut aus. Aber gut. Ne? Machst du nichts. Fährst du los. Schön hier alle Bäume entlang, wo wir den Schneidwerkswagen lassen, basic, aber allerdings wirklich noch nicht so genau. Vielleicht bauen wir hier unter Umständen doch vielleicht noch so einen Schuppen da hinten im Wald irgendwo hin und gucken wir mal. So. Dann ziehen wir den Streifen hier mal durch. Oh, wir sind jetzt schon bei 3800 Liter. Krass. Da könnte, glaube ich, doch ein bisschen was zusammenkommen. Oh, der macht seine Sache gut, oder? Kannst ja nicht meckern. Theoretisch könnte man hier vielleicht so den Helfer fahren lassen. Aber dann packt er mir hier Stroh auf die Straße, wo ich nicht rankomme. Nee. Machen wir doch lieber selber. So groß ist ja der Acker dann doch nicht. Das kriegen wir schon auch selber hin, denke ich mir. Und einen neuen Dröscher selber fahren macht halt auch Spaß, ist halt so. Na, Arbeitsbreite ist halt voll sein Ding irgendwie. Ich denke, das war eine sehr gute Entscheidung, dieses Fahrzeug zu kaufen. Alleine schon der Wenderadius gefällt mir. Den hatte ich vorher auch bei noch keinen anderen Dröscher gehabt, dass der so quasi punktgenau auf der Stelle drehen kann, wo er andersrum. Die alten Dröscher hatten übelst den langen Radstand, aber fast ja kein Wenderadius. Also da brauchtest du so einen halben Flughafen als Rollfeld, wo du denn umdrehen kannst. Und das Ding hier, das wendet dir um so einen Baumstumpf herum. Das macht mit Leichtigkeit. So, zwei Runden. Die Hälfte haben wir schon. Oder über die Hälfte so, ja. Die geht relativ schnell. So. Eine Ballenpresse hatten wir. Die stand hinten in dem neuen Schuppen Richtung Wiese, glaube ich. Ja. Schon ein paar Tage her. Muss ich kurz überlegen, aber ich glaube, ich kriege jetzt alles noch irgendwie zusammen hier. Siehst du wohl.
So, jetzt haben wir so viel, wie wir an Raps zusammengedroschen haben. Und hier steht noch ein bisschen was. Weil der Weizen ist halt ein bisschen ergiebiger, ne? So. Ich mag aber auch, dass die Schnecke das da oben Ritt fördert. Hier laufen oder rotieren irgendwelche Walzen. Könnt ihr das sehen? Ja, komm hoch hier. Die Dinger da, guck mal, die rotieren. Das Ding ist cool irgendwie. Auf jeden Fall. Alles schön versteckt. Der Hammer. So, weiter. Jetzt haben wir hier so einen schönen Strohberg gebaut. Wollte ich gar nicht. Naja, ist egal. Guck mal, wie schön man hier an das neue Rand fahren kann. Ohne riesen Wenderadien und so. Das gefällt mir. Definitiv. Hä? Lohnzahlung? Wo kommen die denn jetzt her? Ich hab da kein... Ach so, klar, zum Anschalten, wo wir auf dem anderen Feld den Helfer immer rein gesetzt haben, dass der auch in Arbeitsmodus schaltet, macht er sonst nicht. Dann sagt er, schalt mal an und ja, weiß ich nicht, kann ich nicht. Wenn er immer einen Helfer drin setzt, dann geht die Sache. So. Hier nochmal, guck mal, sind wir wirklich gleich durch, einfach frei. Wie punktuell man hier umdrehen kann. Würde mich eigentlich mal interessieren, was der Helfer anstellt bei dem Ding. Müssen wir bei dem Feld da drüben ausprobieren. Wenn da die Pappeln runter sind, wie kurz der umdrehen kann. Weil eigentlich braucht er ja keinen großen Radius fahren. Sollte auch von der Helferumdrehgeschwindigkeit deutlich besser sein dann. Tada, passt alle drin. Ehre. So. Wie viel haben wir? Fast 10.000. Das passt in den anderen Anhänger noch hin, oder? Ich würde sagen, wir lassen das mal abholen hier. So, da liegt der Stroh. Verrückt. Sehr, sehr schön. Ach, ich mag das, wenn das funktioniert und dann auch noch toll ist. Neue Seemaschine, schönen guten Tag. So. Der Fortschritt stand hier noch auf dem Acker rum, richtig? Jawohl, so. Und Abfahrt. Ich weiß ja nicht, wie viel passen in den russischen Anhänger hinten drin. Das waren aber irgendwie 11.000 Liter oder sowas, ne? Da steht da. Irgendwie ist der cool. Siehste. Sehr schön. So, wie viel haben wir hier jetzt drin? Doch, das sollte passen. Na bitte. Den bringen wir jetzt in den Hofsilo. Das erste Mal, dass wir da, glaube ich, Ernte drin bringen, außer Weizen, was wir mal geerntet hatten irgendwie. Ne? Ah, das war das aus den Anhängern von den Ernten davor. Mal gucken. So. Abkippseite ist natürlich jetzt echt schlecht. Wir hätten andersrum ranfahren müssen. Ja. Wobei, nö, ist egal. Guck mal, wir haben hier... Haha! Wir haben ja so ein cooles Lager gebaut. So, dann krabbeln wir mal hier runter. Wenn wir hier direkt rechts an der Seite fahren, können wir über links abkippen. Wir haben doch Abkippseite links, oder? Ja. Ja. Bei beiden Anhängern, okay. So, ein bisschen Raps rein.
Die Krone-Emsland-Anhänger, die kippen auch echt schnell ab. Gegenüber HW80 oder sowas sind die echt schnell dabei. Also die sind ruckzucki leer. Habt ihr das gehört? Der hat so ja... Das ist ja der Hammer. Der hat eine Hydraulik-Sound-Animation. Das ist ja geil. Wusste ich gar nicht. Das sollen aber, soweit ich die mitgekriegt habe, die neuen Fahrzeuge im LS22 auch haben angeblich. Dass die Anhänger hier richtig echten Sound haben beim Abkippen und sowas. Lassen wir uns mal überraschen. Sind ja noch ein paar Tage Zeit, bis es soweit ist. Ja. Gucken wir einfach mal. So, kriegen wir die Anhänger hier hin. Hallo Hühner, ich muss hier mal durch. Ich bin wichtig, ich habe hier einen Termin. Danke. Vorsicht mit die Räder, die tun euch weh. Danach seid ihr Piepmatsch, wenn ihr Kontakt hattet. Deswegen Vorsicht bitte. Danke. So, die parken wir hier wieder ab. Ich glaube, die stehen hier sehr schön. Genau. Schneidwerkwagen. Wo können wir den hinstellen? Beim Striegel ist ein bisschen eng. Ja. Ich habe eine Idee. Weil mit der Walze war schon schwierig, in den Schuppen drin zu kommen von der Breite, ne? Ludwig? So, wir nehmen den mal mit hier. Wenn wir schon mal gerade mal da sind. Und dann fahren wir das Ding hier einfach an die Seite. Guck mal, der passt hier noch sehr gut hin. Aber ich glaube, die... Warte mal. Doch, die passt da durch. Habe ich gerade beschlossen, das passt. Okay, wir brauchen die... Die Presse. Schaffen wir die Fortschrittpresse mit dem Fortschritt-Traktor? Wäre eigentlich ganz cool. Ich glaube, leistungstechnisch braucht die Presse 120. Der hier hat, glaube ich, 100, ne? Ja, wird schon gehen. So. Komm mal mit, Minion. Da ist ja noch ein Ballen Gras drin. Dann nehmen wir hier schon mal auf Angriffsposition. Fahren den Dröscher beiseite, machen den schön sauber. Das neue Gerät muss hier fliegt werden, auf jeden Fall. Und dann ist hier noch ein köstlich großer Laden. Den möchte ich aber gerade nicht haben, bitte. Danke, tschüss. So, okay. Wir klappen runter und klappen auseinander. So, wir falten auch die Ketten wieder gerade hinten. Perfekt. So, Wenderadius hat die Presse so richtig ja nicht, aber ist mir wurscht. Aus. So, den Dröscher zusammenbauen, sauber machen, wegparken. Und er läuft noch. Aber wie tief das hier hinten ist, ne? Ey. Doch, diese Gerät, die fällt mir ziemlich gut. So, hier können wir eine Straße auch entlang gefahren. Ah, traumhaft. Dann packen wir das Schneidwerk auf den Anhänger, dann fahren wir alles zur Werkstatt, machen das mal ein bisschen sauber und dann parken wir die Sache dahin, wo die nie hört. Klingt nach einem Plan, oder? So. Siehst du wohl. So, hier so die hintere Strebe anpeilen. Abkuppeln. Sieht sehr gut aus. Guck mal, der Zug ist übelst tief bei dem Ding hier. Dann machen wir mal das Schneidwerk fest. So. Ab nach der Wäsche drinne rein. Wegstellen. Fertig. Das ist ein richtig schöner knubbeliger viereckiger Klumpen, das Ding hier. Oh. Hat gerade keinen Bock zu lenken, weil das Schneidwerk ist zu weit vorne, oder? Krass. Na gut. Ist nicht so wild, kriegen wir hin. Licht bitte, Kercher bitte. So.
Und sieht Gott sei Dank relativ schnell sauber aus. Alter, was hat der hier im Bolzen aus? Kupfer? Die gammelt doch. Die sind ja crazy. So. Schneidwerk hat auch. Ja, geht, oder? Wir ziehen hier immer rüber. Sollte eigentlich schon reichen. Okay, das müssten wir vielleicht beim nächsten Mal noch weiter nach hinten packen. Dass das hier vorne klarkommt so ein bisschen. Das probieren wir mal gleich aus, oder? Vor allem mit dem Lenkradius weiter rumkommen, wenn wir weiter nach hinten packen. Theoretisch muss es ja so sein. So, komm mal runter. So. Okay, also mit hier diesen, diese Haspelrad, was genau mittig vor uns ist, diese da, auf der Höhe von der gelben Strebe hier, also diese da, die da, da, dann sollte das glücklich funktionieren. Wir probieren. Aber eigentlich sollte das gehen. Ich hatte das ja vorhin auch. Und da war das okay. So. Steuerung S. Und wir lenken. Ach, machst du, guckst du. Viel besser. So, dann schieben wir das Ding hier hinten in die Ecke rein. Wobei... Doch, das geht. Ich merke gerade, der Anhänger wäre hier vorne bald besser dran. Aber es ist mal wurscht. So, jetzt stellen wir den Dröscher daneben und dann sind wir mit der Ernte schon durch. Also das Ding, ratzi-fatzi, Junge. Einwandfrei. Zack, aus. Hinten guckt das Röhrchen ein bisschen raus. Geil. So, Ballen pressen. Ab nach einem Fortschritt drinne rein und dann geht los. Alle hopp. Zündung, Abfahrt. Na, tut sich ein bisschen schwer, aber fährt einfach los. Der macht so sein Ding. Wir haben auf 4000, ne? Die Kapazität? Glaube ich, ja. Ja, passt schon. Ist schon okay. Alles, was hier rauskommt, können wir eigentlich direkt verkaufen. Mit Strohballen würde ich so ja wickeln in Silage. So, guck mal, wenn man von oben rauf guckt, dann kriegt man die Schwade. Perfekt. Yeah. Perfekt, ja. Schon wieder der Fortschritt-Trecker auf dem Bild, ne? Verrückt ist das. So. Oder wir nehmen das andere, müssen wir mal gucken. Die Fallen tun mir auf jeden Fall Bede. Ich muss generell sagen, der Fortschritt-Traktor hier fällt mir sehr gut. Auf den Online-Spieler-Server haben wir die Bantico geladen mit so sehr vielen Ostfahrzeuge. Ja, hier fällt mir leider doch sehr. Deswegen werden da die 5000 Spielstunden im 19er... Die meisten werden darauf, glaube ich, kommen. Oder sind daher gekommen. Die letzten auf jeden Fall, bis dahin. Kann ich euch eigentlich wirklich empfehlen, die Map. Die Bantico ist für ihn, der Osthöfe so ein bisschen mag. Ist schon ein kleines Leckerhili, auf jeden Fall. Ja, doch. Kickt da mal nach. Die gibt es, glaube ich, sogar direkt im Mod-Hub. Weil die gibt es auch für PlayStation. Und mir gefällt sie sehr gut. Ich kann sie euch empfehlen. Wer Bock darauf hat, für Multiplayer eigentlich gar nicht so verkehrt. Was da wiederum nur komisch ist, ich muss die Map ja in Nitrado im Server hochladen. Und da fehlen mir die Verkaufs-, besser gesagt, die Verkaufspunkte sind da, aber die Kuhstall-Trigger und der Shop-Trigger und sowas. Das fehlt mir da. Das ist da nicht mit drinne. Jetzt weiß ich aber nicht, warum.
Deshalb habe ich mir einfach einen eigenen Kuhstall auf dem Hof gebaut. Muss ich ehrlich sagen, ich fällt mir bald sehr besser, wenn man dann nirgendwo anders hinfahren muss, sondern hat alles beisammen. Warum das aber so ist, wüsste ich eigentlich schon gerne, muss ich sagen. Aber gut, manche Sachen sind unergründlich. Angeblich sollst du das Safe Game einfach auf den Server laden. Entweder stelle ich mich dazu einfach so blöde an, oder das funktioniert bei Nitrado irgendwie nicht, weil wenn man einen Singleplayer-Spielstand ladet, kann man den, glaube ich, nicht auf dem Server als Safe Game, glaube ich, irgendwie machen. Vielleicht ja doch. Dann ist mir das aber zu kryptisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das ohne. Und ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Map mit den Fahrzeugen, die man sich so runterladen kann, richtig, richtig Spaß macht. Ich habe da ein paar MTZ-Traktoren. Hier Belarus und sowas. Fortschritt-Traktoren. W50 LKWs. K700. Ein Dutra. Also mehr brauchst du eigentlich nicht. Hallo? Hallo? Houston? Wir haben ein Problem. Wir haben uns hier mit den Ballen zusammen irgendwie... ihr habt Feindkontakt. Hilfe? Hallo? Hallo? Rückwärts, Young? Hallo? Hilfe? Jetzt haben wir mehr... Ach, wenn wir ausschalten, haben wir mehr Motorleistung. Macht Sinn, ja? So, gehen wir beiseite. Kotflügel. Regelt. Gut. Und Abfahrt. Okay, hat er alles gefressen. Ein Bein frei. Ich weiß nicht, wie viele Ballen kommen denn hier zusammen? So viel kann die sein. Oh, doch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fällt gleich runter. Das 8. sind wir eigentlich auch schon durch. Naja. Das lohnt sich doch schon mal ein bisschen. So. Ziehen wir hier noch schön dran lang. Ein bisschen Stroh pressen. Sehr schön. Tsching. So, dann waren da noch drei kleine Streifchen. Ich glaube, das Strohballen kriegen wir hier nicht mehr voll, oder? Ich denke nicht dran. Ach Gott, auf gar keinen Fall. Warte mal. Jetzt nehmen wir das Schwarz da hinten. So. Mit innen noch, was da liegt. Baum. Ja, wir werden uns noch so 1500 fehlen oder so für fertige Ballen. So. Na okay, 800. Abladen. Hochklappen, zuklappen. Die Ketten wieder zusammenfalten da hinten. Genau. Ehre. Gut. Dann machen wir hier die Vehikelbeete nochmal schnell sauber. Weil dreckig wegstellen brauchen wir nicht. Die ganzen Strohballen hier, die sammeln wir dann beim nächsten Mal ein, würde ich sagen. So. Die Hupe ist geil. Kannst du sagen, was du willst? Ding gefällt mir. Fortschritt. Ja. Na? Na, ich den Dreck so schwer ab. Komm. Hallo. Jetzt, okay. So, den hier vorne noch mal so ein bisschen. Oh, das ist aber laut, der Gerät. Okay, reicht. So. Wir stellen die Presse weg. Wir stellen den Trecker weg. Die Ballen. Wir haben ja einen Ballenwagen, oder? Da müssten eigentlich alle raufpassen. Dann können wir beim nächsten Mal Ballen einsammeln. Und der Schuppen hier nur für die Presse ist eigentlich auch bald ein bisschen übertrieben, oder? Aber ist mir egal. So. Schlaf gut. Apropos, wir müssen mal gucken. Nein. Oh. Wir können wieder Gras mähen und einen Silageballen verkaufen, dass wir Geld bekommen. Das ist fantastisch. So, bei den Schafen hier ist alles klar, oder? Ich denke, Wasser brauchen wir noch nicht geben. Können wir mal einen Blick werfen. Oh. Was?
Nächste Tier in einen Tag. Die verbrauchen ja nichts. Ich glaube, die trinken durch Osmose. Das Wasser, was an ihrem Fell hängen bleibt, ziehen die sich rin. Über das Fell. In der Haut. Richtig krasse Viecher, auf jeden Fall. So, Trecker weg. Und dann ist hier Feierente für heute. Ab das Ding aus. So. Freunde, das war mir ein Vergnügen. Wir haben erfolgreich Weizen gedroschen, Ballen gepresst. Die liegen jetzt da. Die ruhen sich noch aus. Die dürfen noch ein bisschen abkühlen, weil die Presse ist richtig heiß. Oh ja. Und dann wickeln wir das Ding hier noch schön ein. Die verpacken wir. Sie ist so schüchtern. Die muss eingepackt werden. Und dann verkaufen wir den ganzen Quatsch beim nächsten Mal. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.